Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen, aber feinen DM-Online-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist zurzeit ja ein bisschen schwierig, überhaupt bei DM reinzugehen, deswegen habe ich dort online bestellt. Ich bestelle tatsächlich wirklich häufiger bei DM online, weil ich, da nicht mal eben so dran vorbeikomme. Und deswegen war das für mich jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich hatte schon ein paar Sachen, die ich auf meiner Einkaufsliste habe. Ich habe wirklich eine Einkaufsliste, die ich schreibe und dann ergänze ich das immer wieder, bis ich dann halt irgendwann so viel zusammen habe, dass ich sage, okay, ich mache eine Bestellung fertig, dass sich das halt auch einfach lohnt. Das war jetzt auch erreicht. Und dann packe ich natürlich noch das ein oder andere mit in den Warenkorb. Es waren ein paar Dinge wirklich ausverkauft. Also das war nicht einfach, das dann zu bekommen. Aber naja, deswegen wird es dann auch noch ein Rossmann-Haul geben, weil da musste ich dann auch noch einkaufen. Aber gut, ich fange doch einfach mal an. Es ist natürlich hauptsächlich Haushalt jetzt mit dazugekommen, aber ich habe auch ein paar coole neue dekorative Kosmetik-Neuheiten, die ich hier jetzt mir geholt habe, die jetzt bei mir einziehen werden und die ich demnächst auch testen werde. Aber ich fange jetzt einfach mal bei dem an, was wahrscheinlich jeder aktuell online bestellt, und zwar Klopapier. Es ist einfach so, dass unser Klopapier zur Neige gegangen ist. Dadurch, dass Frauen nun mal die Erdbeerwoche haben, braucht man etwas mehr Klopapier und unsere Vorräte sind jetzt aufgebraucht, aber das ist jetzt wirklich seit der ganzen Zeit das erste Mal, dass wir uns Klopapier gekauft haben. Ja, weil wir hatten eigentlich noch ganz gut was da. Und das war das Einzige, was noch online verfügbar war. Unfassbar, oder? Ich war tatsächlich auch immer wieder ist gut. Ich gehe nur alle ein, zwei Wochen mittlerweile nur noch einkaufen. Aber wenn ich dann im Laden war, habe ich auch gar kein Klopapier mehr gesehen. Also echt Wahnsinn. Da gibt es jetzt das von Ceva. Bewährt, wundervoll, außenweich, innen stark, läuft. Ne? Damit kommen wir jetzt auch erstmal wieder eine Weile hin. Verrückt. Okay, dann haben wir Rohrreiniger gebraucht. Den brauchen wir immer mal wieder, denn ich habe echt lange Haare. Die vertüdeln sich einfach im Rohr. Zusätzlich benutze ich Masken, die die Rohre zusetzen. Und damit mein Freund nicht schon wieder das ganze Rohr auseinanderbauen muss und ich eine Schelte verbal bekomme. Oh, also Leute, wenn ihr so Aktivkohle-Abwaschmasken nehmt oder so, ne, passt echt auf, dass ihr dann auch die Abflüsse immer wieder sauber macht, weil das setzt sich super furchtbar zu. Ja, wir haben das letztens auseinandergebaut und es war unschön. Auf jeden Fall habe ich jetzt Rohrreiniger geholt. Von Denkmit habe ich den bekommen. Mit Kraftformel. Löst effektiv Verstopfungen, beseitigt unangenehme Gerüche, für alle gängigen Rohre geeignet, für Bad und Küche. Und das werde ich wahrscheinlich heute Abend direkt bei uns in die Dusche machen. Ja, weil ich glaube, das muss mal wieder sein. Das mache ich immer mal wieder so ein bisschen, ne? Und braucht man halt Rohrreiniger halt. Dann waren leider die, die recycelten Kosmetiktücher waren ausverkauft. Das heißt, ich musste dann andere nehmen. Normalerweise nehme ich dann immer diese Packung nur halt in der recycelten Variante, wenn ich überhaupt Kosmetiktücher kaufe. Aber so zum Naseputzen braucht man sowas schon. Wir haben sowas bei uns auch immer im Wohnzimmer stehen und das geht halt auch irgendwann zur Neige. Hier auf dem Kosmetiktisch habe ich das mittlerweile gar nicht mehr. Da habe ich nur noch Handtücher, die ich einfach hinlege und einfach ganz normal dann, ne, damit meine Sachen sauber mache. Genau, das hier ist jetzt so ein Design, fand ich auch ganz schick, also konntest du jetzt nicht aussuchen, aber als ich es gerade aus dem Karton rausgenommen habe, fand ich es schick, weil es soll ja auch entsprechend in unser Wohnzimmer und es passt auch, ne, von der Optik her finde ich das ganz schick, das mag ich auch ganz gerne mit der Hängematte, das ist so richtig schön gemütlich und hier sind Ananasse drauf. Ananas, noch eine Ananas, zwei Ananas, Ananasse, Ananassi, Ananassen, keine Ahnung, musste mit. Haben wir mal wieder gebraucht. Ja, auch unsere Spülmaschine braucht ein bisschen was. Da hat sie jetzt ein bisschen Klarspüler bekommen. Was ich übrigens bemerkenswert finde, ist, dass DM scheinbar jetzt ein bisschen besser ist, was so Sachen verschicken angeht. Also die haben hier jetzt extra um den Klarspüler drum zu noch so eine Verpackung gemacht. Ich meine, ja, es ist nochmal zusätzlich Müll. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist, ne, aber aktuell kannst du, glaube ich, gar nicht auf sowas achten. Jedenfalls nicht so intensiv wie sonst. Ist einfach so, da brauchst du einfach das Produkt und es muss sicher ankommen. Und deswegen finde ich das eigentlich sogar gut. Flasche aus mindestens 95% Recyclingmaterial, das ist doch schon mal positiv. Und das braucht unsere Spülmaschine einfach und deswegen habe ich das noch geholt. Genau, ja. Unsere Spülmaschine brauchte auch Salz. Und da habe ich hier von Denkmit das Spezialsalz mitgenommen. Das sind 2 Kilo. Zuverlässiger Schutz,
zuverlässiger Kalkschutz für Geschirr und und Maschine. Genau, ja, das kommt dann auch in die Maschine mit rein. Braucht sich ja auch nach und nach auf. Und das brauchen wir tatsächlich jetzt auch wieder. Ja, ist halt verbrauchsgut. Man braucht sowas halt, finde ich. Dann habe ich auch noch so einen Maschinenpfleger mitgeholt, weil ich schon dabei war, meine Maschine zu pflegen. Zweifach stark gegen Fett und Kalk und sowas verwende ich alle paar Monate einfach mal. Ich glaube, sowas sollst du eigentlich einmal im Monat oder so verwenden. Ja, und ich verwende das halt immer, wenn ich mal sowas einfach bestelle. Und ja, jetzt habe ich den von Denk mit. Das ist eigentlich ganz simpel. Da machst du oben das Vieh ab, stellst es dann über Kopf in den Besteckkasten rein unten und dann entfaltet das seine Wirkung. Und ich finde es ganz gut und deswegen durfte das halt auch einfach mal mit. Habe ich noch was? Ja. Komm, hier, Kühlschrankreiniger von Dr. Beckmann. Den habe ich geholt, weil ich wollte unseren Kühlschrank einmal ausmisten und dann sauber machen. Das Ausmisten habe ich tatsächlich heute schon gemacht. Da wusste ich noch nicht, dass das Paket tatsächlich auch heute ankommt. Das heißt, ich kann mich gleich auch dran machen heute. Es ist 20.24 Uhr, aber gut. Und den Kühlschrank wirklich von innen einmal richtig sauber machen. Und da wollte ich mir halt auch so ein richtiges Spezialpflegemittel für holen. Und das soll halt perfekt dafür sein. Das neutralisiert Gerüche, auch für Mikrowellen und Arbeitsflächen. Ach, praktisch. Und das ist mit Bioalkohol. Reinigt gründlich und Lebensmittel sauber. Sehr schön, ne? Ja, das gefällt mir, das finde ich ganz gut. Da ist jetzt nicht so ultra viel drin mit Bioalkohol, Lebensmittel sauber. Da steht es hier oben nochmal, genau das gleiche wie unten hier läuft. Ja, wird verwendet. Denn jetzt, wenn man so zu Hause ist, also ich bin ja ganz normal arbeiten, aber trotzdem, du siehst ja einfach mehr, weil du dich mehr so umschaust. Und wir sind auch zurzeit mega zu Hause am Ausmisten, am Aufräumen und so weiter. Und dann hat man irgendwie das Bedürfnis, wenn man gerade alles so schön ordentlich hat, alles auch richtig sauber zu machen. Und dann holt man sich so spezielle Pflegemittel für die jeweilige Geschichte. Mein Denken. Komisches Denken. Ist so. Auch etwas, was so, ja, ich weiß nicht, Küche, weiß ich nicht, nicht wirklich, Küchenabfälle, ne? Nexalotte, das wurde mir vorgeschlagen, irgendwie dieses andere Kunden kauften auch oder so, dann habe ich das mit reingepackt. Zum Einhängen in die Mülltonne beseitigt zuverlässig den Fliegenbefall und beugt Maden vor. Mega geil, denn wir haben unsere Biomülltonne nicht irgendwo geschützt stehen oder so. Die steht halt draußen einfach an der Hauswand und ja, die steht halt auch in der Sonne. Und das kommt dann halt einfach so, dass dann Fliegen und Maden und Viecher. Und ich habe dann sonst das mit Essig und was nicht alle gemacht. Und also gerade so im Hochsommer wird das immer sehr intensiv. Das ist echt furchtbar. Und da hoffe ich einfach, dass das Ding einfach hilft. 3 Monate wirksam finde ich cool. Wir haben jetzt Mai, Juni, Juli. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein Stück drin. Kann ich ja mal machen, dass ich das jetzt reinhänge. Und dass der das dann vielleicht schon mal so ein bisschen, ja, präventiv. Und wenn das wirklich hilft und wir keine Viecher haben, dann werde ich das noch nachkaufen. Aber das fand ich ganz witzig. Das ist einfach so ein Ding. Das sieht so ein bisschen aus wie mein Wäscheball oder mein Waschball, den ich ja auch für die Waschmaschine habe. Und den hängst du dir einfach da hinten in die Halterung von der Biotonne rein. Und das soll dann einfach die Fliegen davon abhalten, fliegen, ihre Eier abzulegen, sodass dann halt auch keine Maden und so reinkommen. Das, was ich mir aber überlegt habe, was ist denn mit dem Biomüll, den ich auch im Haus habe? Das ist natürlich dann auch ein bisschen, wahrscheinlich hätte ich mir dann 2 holen müssen. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen, den ich für draußen nehmen kann. Vielleicht hilft das ja schon. Das hier habe ich auch für die Spülmaschine geholt. Das ist so ein Spülmaschinen-Deo von Denkmit. Das finde ich immer ganz nett, ne, dass man das so reinhängt. Und da muss man nur aufpassen, dass es nicht genau da ist, wo dann quasi, wenn die Spülmaschine-Klappe hochklappt, an dem Tappfach dran ist. Ne, das ist halt irgendwie, hatten wir Angst. Anfangs war ziemlich dämlich. Wir haben uns gewundert, warum das Tapp sich nicht mehr auflöst, bis wir dann irgendwann mal so nachgedacht haben, so, ja, weil das Ding im Weg ist, muss man dann auf die andere Seite hängen. Und ja, das hat bei uns immer ganz gut funktioniert. Wir haben sowas eigentlich immer drin, wenn wir halt dran denken. Und jetzt habe ich welche nachgekauft. Wir holen die sonst immer beim Rewe, aber wir gehen ja, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr wirklich einkaufen. Wir kriegen die HelloFresh-Box und das Einzige, was wir uns wirklich kaufen müssen im Laden, sind halt Getränke und Süßigkeiten und Brot. Wobei, Brot haben wir noch genug in der Kühltruhe. Genau, sonst haben wir sowas halt immer, auch die anderen Haushaltssachen, ne, einfach immer beim normalen Wocheneinkauf mitgekauft. Haben wir jetzt ja nicht mehr. Deswegen ganz praktisch eigentlich, aber jo, habe ich jetzt von DM bestellt. Ja, dann brauchen wir neue Spülschwämme. Normalerweise hole ich mir die dann tatsächlich auch immer beim Rewe, wenn wir dort sind, aber ne, bin ich ja nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt von Vileda das 6er Sparpack geholt. Das waren auch die einzigen Spülschwämme, die es noch online verfügbar gab. Deswegen sind auch die mitgekommen. Braucht man halt einfach ganz normal zum Spülen, zum Saubermachen, zum Haben. Und ja, das sind halt ganz normale Topfschwämme. Auch für die Küche haben wir etwas noch mitgenommen, und zwar Müllbeutel. Das ist einmal hier von Profissimo
Tragegriff Biofolienmüllbeutel, die sind kompostierbar und geben einen optimalen Nässeschutz. Okay, das ist halt nicht der mit Zugband. Ich hatte das letztes Mal mit Zugband, da habe ich mich wahrscheinlich verklickt, denn die mit Zugband fand ich jetzt richtig geil. Aber gut, das sind jetzt die mit Tragegriffen. Geht auch. 10 Liter passt bei uns rein. Wir haben so eine IKEA-Küche und das ist halt dann so eine IKEA-Größe. Und in diese IKEA-Mülleimer passt es dann auch ganz gut rein. Und das hier ist dann für die großen Viecher, für die, wo wir den gelben Sack drin haben und wo wir den Restmüll drin haben. Auch von Profissimo, Zugbandmüllbeutel und das sind welche mit Duft. Das ist für 30 Liter, das passt dann auch ganz gut. Und die muss ich immer, wenn ich die in die großen IKEA-Mülleimer mache, ein bisschen dehnen. Aber das funktioniert mit denen ganz gut und dann kann ich das halt reinmachen. In den anderen mache ich dann meistens einen gelben Sack richtig rein. Ja, funktioniert alles auf jeden Fall ganz gut. Ja, und das mit dem Duft finde ich übrigens auch sehr, sehr nice. Es ist nur ein zarter Duft, aber der Duft ist da und das gefällt mir. Ja, das ist jetzt eher so random. Wir haben so ein elektrisches Garagentor, was wir an das bestehende Garagentor dran gemacht haben. Also ein Motor für das Garagentor. Und da gibt es halt so ein Viech draußen, wo man halt einen Code eingeben muss, damit das Garagentor aufgeht. Und da waren die Batterien halt leer und da habe ich jetzt neue geholt von Paradies. Das sind die CR2032. Da stand mein Freund neben mir und hat mir gesagt, was ich bestellen muss. Ich habe keine Ahnung. Er sagte, die brauchen wir, dann habe ich die mitbestellt. Jo, die kannst du auch in Uhren reinmachen, in Taschenrechner, in Computermäuse und in Kameras, wo es halt passt. Ja. Bei dem Produkt muss ich gucken, ob das funktioniert. Das ist von Denkmit das automatische Duftspray für ein langanhaltendes Dufterlebnis. Und das ist die Duftrichtung Frische Zauber. Wir haben ja von, ist das Airwick oder sowas, diesen automatischen Sprüher. Ne? Da macht man so eine Flasche rein und dann sprüht er automatisch. Der steht bei uns im Badezimmer und den finde ich echt klasse. Ja, und da muss man aber alle 2 Monate oder so dieses Vieh austauschen. Und genau, ich glaube, das ist wirklich genau das Ding. Ja, und da müsste der reinpassen. Das ist halt ein Nachfüller und deswegen hoffe ich einfach, dass der auch mit reinpasst, damit ich das halt nachfüllen kann. Ich finde das ganz praktisch, weil der halt automatisch nach einem gewissen Zeitintervall sprüht. Ich glaube bei uns nach 9 Minuten, 18 Minuten oder 36 Minuten, keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber auf jeden Fall sprüht er immer mal wieder. Ich glaube, alle 36 Minuten sprüht er bei uns. Also das ist wirklich selten. Einfach nur so für ein bisschen Frische im Bad. Ne? Finde ich ganz gut. Da kriegst du auch keine Kopfschmerzen von. Fand ich immer klasse. Wie gesagt, das ist ein Nachfüller und ich hoffe, dass er auch reinpasst. Wäre wünschenswert. Dann habe ich noch weitere Sachen fürs Badezimmer geholt. Und zwar von Profissimo Badzauber Streifenfreie Reinigung und Glanz. Das fand ich ganz cool. Das ist so ein Tuch. Und zum einen fand ich das cool, dass wir dann halt jetzt ein Tuch haben, wo wir auch genau wissen, das ist fürs Badezimmer. Das heißt auch fürs Klo und so weiter. Und man nimmt es halt nicht jetzt irgendwie für die Küche oder so. Klar, auch wenn du die ganzen Putztücher wäschst, sollte dann ja alles auch runter sein und sauber sein. Aber irgendwie fürs Gefühl ist es doch schöner, wenn man da ein extra Tuch für den jeweiligen Raum hat, oder? Das ist irgendwie so meine Denke bei der Geschichte. Und das sollte halt auch noch extra super sein. Keine Ahnung, fühlt sich auch so ein bisschen an wie so eine Mischung aus Mikrofasertuch und dieses Ledertuch fürs Auto, was man so hat. So fühlt sich das ein bisschen an. Ja, ist halt irgendwie aus irgendwas anderem. 85% Polyester, 15% Polyamid, Beschichtung, 100% Polyurethan. Also das ist auch noch beschichtet. Ach, cool. Ja, Reinigung aller Oberflächen wie Fliesen, Chrom, Keramik oder Edelstahl. Okay, hier steht nicht Glas. Das ist blöd. Wir haben nämlich viel Glas bei uns. So eine große Glaswand ist ja unsere Dusche quasi, ne? Entfernt hartnäckige Flecken, Kalk und Seifenreste. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Streifenfreie Reinigung und Glanz ohne Nachtrocknen. Das fand ich richtig gut, dass du quasi drüber gehst und fertig. Ja, gründliche Reinigung, auch ohne chemische Reinigungsmittel. Das ist auch nett, ne? Jo, läuft. Ja, dann hat unser Klo auch noch was bekommen. Ich rede so, als wären meine Geräte hier meine Familienmitglieder. Man wird ganz schön merkwürdig in der aktuellen Zeit. Von Denkmit, ein Urinstein- und Kalklöser Multipower 4, kraftvoll gegen Urinstein, Schmutz, Kalk und Rost. Läuft. Ich wollte den von Frosch haben, aber so gut wie alle Produkte von Frosch oder alles, was irgendwie von Frosch war, war ausverkauft. Das war ein bisschen blöd. Aber na, gründlich und stark kann man immer gut gebrauchen, ne? Ich mache sowas halt immer mal wieder, so abends oder so mit ins Klo. Und jo, läuft. Den hatten wir schon mal. Der war gut. Dann hat unsere Waschmaschine auch noch ein bisschen Nachschub bekommen. Und zwar habe ich einmal hier den Waschmaschinenpflegereiniger 3-in-1. Pflegt, reinigt, entfernt Gerüche. Für hygienische Sauberkeit. Aktiv gegen Kalk und Ablagerung. Ich habe irgendwie das Gefühl,
dass eine Maschine, eine Waschmaschine sowas auch ab und zu wirklich einfach mal braucht. Es gibt sowas auch in Pulverform, aber ich weiß nicht. Bei Pulvergeschichten denke ich immer, da sind doch bestimmt irgendwelche Rückstände. Und das mag ich nicht so gerne, deswegen nehme ich sowas lieber einfach in Flüssigform. Und ab und an gebe ich sowas unserer Waschmaschine mal, ich sag mal so 3-4 Mal im Jahr tatsächlich nur. Aber ich lasse ja auch immer mal wieder eine Maschinenreinigung laufen. Das ist ein extra Programm bei uns in der Waschmaschine. Ich glaube, das läuft auf 70 oder 90 Grad, weiß ich gar nicht. Und das machst du halt ohne Waschmittel und dadurch werden halt so die Reste in der Waschmaschine quasi entfernt, was ich ziemlich gut finde. Ja, und das kommt dann nochmal so ein bisschen alle paar Monate mal on top. Ja, und da muss ich natürlich nicht alles reinmachen. Aber gut, oder doch? 2 bis 3 Mal pro Jahr anwenden. Genau, ja, so ist das. Irgendwas mit Flusen. Ach, regelmäßig das Flusensieb reinigen. Das ist klar. Ja, gerade bei dem Trockner. Der sagt mir das auch immer, dass er das will. Ja, läuft. Habe ich geholt. Waschmittel brauchen wir eigentlich soweit nicht, aber ab und an, wenn ich jetzt zum Beispiel so Wäsche wasche, die nachher nicht noch in Trockner kommt oder wenn ich so ganz besonders dreckige Wäsche habe oder wenn ich so Unterwäsche, 60 Grad Wäsche, keine Ahnung, Socken oder sowas habe, dann lasse ich gerne nochmal meine Wäsche waschen, halt mit Waschmittel, mit Hygienespüler, mit Weichspüler. Normalerweise verwende ich ja so einen Waschball, den habe ich von Amazon gekauft, da mache ich dann ein paar Tropfen ätherisches Öl rein und dann läuft das. Da mache ich nicht noch irgendwelche Zusätze mit rein, aber wie gesagt, bei den Sachen, wo ich dann halt ein bisschen dieses Mähgefühl habe, wasche ich dann ganz herkömmlich auch meine Wäsche. Und da habe ich jetzt geholt von Vanel, frischer Morgen, Weichspüler bis zu 140 Tage, ja wohl nicht, ne? Aber jo, einfach ein Weichspüler, aber so viel brauchen wir aktuell auch gar nicht und brauchen wir auch gar nicht auf. Aus 100% recyceltem Plastik. Genau, ja, und das rieche ich doch einfach mal. Das riecht wirklich angenehm. Oh, richtig schöner, frisch gewaschener Wäsche. Oh, das mag ich gerne. Ja, das ist gut. So, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den dekorativen Produkten. Da habe ich mir erstmal so einen Haarkram geholt von Ebelin. Eigentlich war ich auf der Suche nach so Haarklammern, die ich hinten hier reinmachen kann. Weil ich habe hier hinten so Babyhärchen, die halt so runterhängen. Und da wollte ich mir so eine Haarklammer holen. Hatten sie nicht, weil ausverkauft. Und ja, da habe ich mir halt so Blumis geholt, um sie mir ins Haar zu machen. Das war eigentlich eher so ein Kauf. Na, wenigstens etwas will ich mir kaufen für die Haare. Genau, finde ich irgendwie ganz niedlich, weil die drehst du dir so rein. Ich habe auch noch sowas irgendwie, aber das ist schon urmelalt. Das habe ich irgendwie zum Abiball oder so in die Haare reingedreht bekommen, als ich mir eine Frisur beim Friseur habe machen lassen. Aber die sind mittlerweile schon am Rosten und alles und jetzt habe ich mir einfach so süße geholt und die haben halt so Rosenquarzblüten, was ich süß finde. Also ich glaube nicht, dass es echt Rosenquarz ist, aber ne, so sieht es halt aus und ich finde es hübsch und es ist Frühling und ich darf das haben, weil ich das toll finde und es ist rosa und das ist meins. Dann habe ich mir einiges für die Nägel geholt. Leute, ich habe letztens erst sau viel Nagellack aussortiert und war mega stolz auf mich. Dann war ich auf der Suche nach einem weißen Nagellack bei DM Online und habe dann so viele andere Sachen noch gesehen, wo ich gedacht habe, oh cool, das nimmst du mit und das nimmst du mit. Aber zuallererst, ich habe mir den weißen Nagellack geholt. Es war so gut wie jeder weißer Nagellack online ausverkauft. Der Wahnsinn. Essence Shine Last and Gold, Go. Der Gel Nail Polish in der Farbe 33 Wild White Ways. Ja, mache ich mir auf jeden Fall wahrscheinlich heute oder so mal drauf. Mal gucken, weil meine Nägel sind echt übel. Dann habe ich von Trend It Up den Glam Touch Nail Polish mitgenommen. Denn, oh mein Gott, was ist das für eine ultra geile Farbe. Das ist so eine richtige Cloudy-Farbe, ne? Ich mag das ja, wenn es knallt. Ich mag das, wenn es schön bunt ist. Und wenn das glitzert, oh mein Gott. Das ist die Farbe 040. Finde ich voll hübsch. Ja. Fand ich echt hübsch. So, dann habe ich mir aber auch noch ein bisschen was für die Nagelpflege mitgenommen von Essence, denn die haben ja auch so eine Limited Edition mit diesen Nagelpflegegeschichten gehabt. Oder ist es neu ins Sortiment eingezogen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mir 3 Sachen geholt. Einmal Repair and Care Base Coat Regenerating. Das ist mit Goji-Extrakt. Ja, ne, kann man immer gebrauchen, denn ich habe aktuell auch wirklich ganz furchtbare Nägel, was halt vor allem an der aktuellen Zeit liegt. Dann ein Active Whitener, ein Base Coat Brightening mit Limonenextrakt. Und dann habe ich mir noch geholt den Anti-Split Base Coat Nail Sealer. Also es sind alles Base Coats und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht möchte ich irgendwie irgendwas davon und dann haben. Weil Base Coat verwende ich auch viel. Ich habe jetzt auch bald einen von meinen Base Coats tatsächlich aufgebraucht. Da brauchst du mehr.
So, dekorative Kosmetik habe ich mir zum einen City Bronzer von Maybelline gegönnt. Ich glaube aber, der ist ein bisschen dunkel. Medium Cool 200 ist die Farbe. Ja, puh, bisschen dunkel, ne? Egal, ich werde den austesten, alles gut. Und dann habe ich gesehen, dass BH Cosmetics eine neue Limited Edition hat und oh mein Gott, ist das schön. Es ist ein Blush-Quartett, was ich so geil finde. Chocolate, Strawberry, Truffle habe ich mitgenommen. Ja, es war auch richtig viel von denen ausverkauft. Das hat einfach so einen Pappschieber drüber, den ich wahrscheinlich verloren kriegen werde. Aber ja, das ist halt so mit Magnetverschluss und dann hast du einen Spiegel mit drin, eine Folie, die gerade runtergeflogen ist. Nee, die hängt hier noch ab. Ciao. Und das sind so coole Farben. Oh mein Gott. Und es riecht gut. Es riecht wirklich nach richtig künstlicher Erdbeere. Ja, nach künstlicher Erdbeere. Ja. Auch das wird ausgetestet. Ja. Ja, guter Spiegel übrigens. Oh, gute Qualität von dem Spiegel. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das finde ich gut. Ja. Ach komm, wir swatchen die mal. Was soll der Falschgeiz denn hier? Ja, es ist sehr rosig, ne? Habe ich... Ach komm. Ach, das geht. Damit komme ich klar. Das wird auf jeden Fall noch im Gesicht ausgetestet. Ich mag ja auch gerne Blushes, die knallen. Ich mag auch gerne, wenn ich ein bisschen overblush bin. Ja. Was soll ich da groß zu sagen? Es ist einfach total niedlich. Es hat ein Herz drauf und das ist Strawberry und Erdbeere mag ich einfach, ne? Ihr Lieben, das war mein DM-Haul. Ja, ich habe gemerkt, dass ich schon längere Zeit nicht mehr bei DM war und dann ist so viel online mir aufgefallen, was ich hübsch fand. Und so viele Haushaltsprodukte, die wir brauchten. Übrigens, was ich auch noch zeigen wollte, die Nagellacke und die dekorative Kosmetik war dieses Mal nicht in irgendwelchen Plastikverpackungen verpackt, sondern in solchen Papiertüten. Ja, die Papiertüten sind auch noch beschichtet, aber trotzdem ist es schon mal ein richtiger Schritt oder ein guter Schritt in die richtige Richtung. Einfach nur so, by the way, wollte ich auch noch erwähnt haben, ne? Genau, das war jetzt mein DM-Haul. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.